Die Beats werden immer heißer und der DJ soll verdursten? Ja, beim letzten Mal haben wir aufgehört genau hier an dieser Stelle und wir sollen dem DJ einen Drink mischen. Die klauen meinen Job! Schau mal hier. Hey, ich glaube, das können wir ihm in den Drink tun. Yelp. Brauchst wohl ein bisschen mehr Power, um das runterzukriegen. Du musst das ganze Regal zerlegen. Das ist so gleichgültig, Junge. Brauchst wohl ein bisschen mehr Power, um das runterzukriegen. Du musst das ganze Regal zerlegen. Ah, okay. Wow, das sieht gefährlich aus. Wow, das war sehr effektiv. Du darfst die ekligen Sachen tragen. Danke. Ja. Eine perfekte Zutat für unser Gebräu. Kostenloses Gin Tonic und noch mehr Zeugs. Okay. Hier gibt's sicher was Ekliges, das wir ihm in den Drink tun können. Ja, sieht so nach aus, ne? Reicht irgendwie alles noch nicht. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, das sagst du so. Schöne zugeschmodderte Box. Goldig, goldig, goldig. Ja, aber wie sollen wir... Sag ich mir spontan alles nichts. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, aber. Ich gebe hier mein Bestes, Junge. Okay. Dann nicht. Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. Wir brauchen mehr. Okay, Gin Tonic hätten wir dann auch. Aber es fehlt noch eine Zutat. Hier gibt's sicher was Ekliges, das wir ihm in den Drink tun können. Hiermit aus. Ach, jetzt sehe ich es erstmal, okay. Gute Arbeit, Wunderarsch. Danke. Rattenscheiße. Mit den Zutaten wird das ein Höllendrink. Das ist doch mal was. So, stelle den DJ Spezial mit der Herstellung. Ah, ja. Okay. Oh Gott, ich komme ein Morgenschiss, ist jetzt schon im Anmarsch. Cinnamon! Na, was darf's denn sein? Hm.
Ich dachte, das ist jetzt ein Rezept, das wir auch noch kaufen müssen, aber... Genieß die Titten und Ärsche! Wie sieht's denn mal hier mit dem Crafting-Menü? Nein, nicht Artefakte. Aus, weg, pst. DJ-Spezial. Vielleicht fehlt noch irgendwas. Ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Oh Gott! Fürze! Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest, aber nichts macht mich wütender als Fürze. Sie erwecken den tiefsitzenden Zaun, den ich mit mir herumtrage. Wieso ausgerechnet Fürze? Aber das wird den DJ lange genug außer Gefecht setzen, um Clarky zu rufen. Ja, der Rattenschiss-DJ-Spezial. Ja. Dann wollen wir den Drink mal abliefern. Oh. Ah, endlich hat jemand dem DJ einen Drink spendiert. Coole Sache. Ach, genau das hat der DJ jetzt gebraucht. Danke für... Oh Mann, da hat einer meinen Drink gefurzt. Bin gleich wieder da. Trink halt nicht vergessen. Ich glaube, da... Der Furz ist seine geringste Sorge. Okay, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören und vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß her. Applaus für Classy! Genau, Leute, auf die Bühne mit Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASS fickt. Applaus für Classy! Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran! Warte mal, du bist nicht der DJ! Das muss sie sein! Oh shit, das sind Undercover-Bullen! Ihr nach! Undercover-Bullen. Naja. Ja. Na, Moment, bevor wir ihr sie hinterhergehen. Blendensphäre. Sie ist hier lang gerannt. Management. Zugesperrt. Na, da werden wir mit Sicherheit später auch noch eine Aktion kriegen. Die irgendwas mit Elektrizität zu tun haben wird. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen da drin gleich unsere Kampfskills wieder unter Beweis stellen. Deswegen werde ich vorsichtshalber nochmal einen Blick auf unsere Artefakte werfen. Ja, der ist noch nicht freigeschaltet. War nicht mittlerweile irgendwas Stärkeres. Da oben sehe ich doch schon... Ja, guck... Ja, einen Blick auf die Werte werde ich ein bisschen später nochmal genauer werfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Moment können wir fast alles noch gebrauchen. Ja, und dann wird auch dann irgendwann danach wieder Zeit, mal ein neues Kostüm anzulegen, damit wir nicht immer gleich aussehen. Sind hinter mir her, helft mir! Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, verpisst euch! Zur Seite, Ladies! Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören! Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Traut euch doch! Hey Leute, euer DJ ist wieder da mit einer Spezialshow für euch. Die zwei Arschlöcher, die mir in den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgenudelt. Let's get ready to rumble. Ladies, wir wollen nur Classy. Diese Bullen sind scheiße zäh. Und diese Dame bringt euch die Flötentöne per Fellatio bei. Fuchsia! Oh, leck mich. Dieser Nahkampf-Scheiß ist nichts für Classy. Lass Classy nicht entkommen. Geht in die hinterste Ecke des Raumes, so schnell euch eure kleinen Beine tragen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schnelle Attacken. Ja, schnell ist relativ. Es ist echt toll, mit euch abzuhängen, Leute. Jetzt los, Lady!
Applaus für Paris! Ulala, mehr muss ich gar nicht sagen. Nicht nachlassen! Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns. Ihr wisst schon, wen ich meine. Applaus für unsere lüsternde Lola. Oh, da müssen wir wohl gegen eine ganze Reihe von Stripper-Wellen kämpfen. Zeig ihn, wo der Hammer hängt! Mach ich. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund, Esmeralda. Gleich haben wir sie. Weiter so. Für Classy. Oh, Mama, weg von meinem Sidekick. Kein Grund, garstig zu werden. Mach Platz für Diabetes. Als Vertretung aus der Frühschicht Blaze. Einen kräftigen Applaus bitte. Und hey, können wir das Licht etwas runterdrehen? Wir müssen Classy erreichen, bevor die Stripper-Horde uns überrennt. Lust auf ein Lapdance? Mach sie fertig! Ja, dafür stehst du jetzt leider im Weg. Mach doch mal diesen hier, der trifft doch alles. Ja, bzzzt. Eine Wassermelone zwischen den Schenkeln, Anastasia. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Gefällt euch, was ihr seht? Ja. Bitte, dass du ihr nicht die Nägel ruiniert hast. So, nochmal die geballte Diabetes-Power loslassen. Zuckerschark. Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Aufgepasst, meine Damen und Herren, hier kommt die Meisterin der Mösenfürze, die Herren des Sadomaso, die definitive Domina, Chantal Le Grande Popo. Mein Schätzchen, für diesen Hintern bist du nicht bereit. Oh mein Gott. Ich werde dich mit meinen Arschbacken zerquetschen. Mein Hintern will Blut sehen, Baby. Oh ja, Baby. Oh Gott, dieser Arsch zerquetscht schon die Arme. Ist diese Anzeige voll, unterbricht Chantal Le Grande Popo den Zug und greift sofort an. Okay, das heißt, wir müssen hier uns beeilen und möglichst schnell nach rechts kommen. Sie werden draufgehen und in der Arschhölle landen. Ach, da bewegt sich das auch schon, verdammt. Bam! Glaubt ihr, geht's gut? Hoffentlich hat Kuhn das nicht gehört. Prüge sie windelweich! Komm her, Baby! Ich komme! Ja, da ist er jetzt aber schnell weg, oder? Oh, scheiße, Chantal Le Grande Popo, macht euch fertig, Kinder. Ihr lauft besser um euer Leben. Meine Warnung, dieser Arsch ist tödlich. Hepatitis stinkt wegen Diabetes voll ab. Nimm das! Sorry, dass wir das gewaltsam lösen mussten, Lady. Ich zeig dir die VIP-Erfahrung. Lass dich von Grande Popo umarmen. Hallo, ich habe doch gar keine Möglichkeit, mit dem zu entkommen. Ist doch scheiße. Okay. Ihr Winzlinge werdet aufgehen und in der Arschhölle landen. Wie sieht das mal aus mit einer Wiederbelebung? Komm zu mir, Süßi. Hey! Leute? Hier kommt der sichere Tod durch Chantal Le Grande Popo. Man sollte sich nicht mit den falschen Bitches anlegen. Du weißt, wo du dir das reinschieben kannst. Hallo! Immer noch Wiederbelebungsserum. Ich kann's nicht nutzen. Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Okay, dann muss ich scheinbar. Oh. Sorry, Schätzchen. Jetzt hast du was scheinbar entkommen. Diabetes-Teil. Ja.
auch eine Schönheit weiß ins Grab. Hattrick. Wie wär's mit einem Kuss, Baby? Lass dich von Grande Popo umarmen. Wir dürfen uns nicht von ihrem Monstropo zerquetschen lassen. Ich spüre Zucker durch meine Adern. Überzucker zerfetzt arme Schlucker. Du machst mich echt sauer. Oh nein, wir werden zurückgetwirkt. Verschwinde, Classy. Wir halten sie auf. Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Komm mir nicht zu nahe. Oh yeah. Gute Nacht. Oh, ihr könnt mich nicht leben. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Ah, okay. Ich bin zwar total fertig, aber wir haben es geschafft. Alles klar. Oh. Stufenanstieg. Alles klar. Hey, lass mich rein, Arschgesicht. Die Bullen sind da. Was? Schnell, geh rein. Schwert ab! Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah! Los, in das Restaurant! Schnell! Wir müssen das Schild hochheben! Victor Sidekick, es ist Zeit für den Zuckerzorn! Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott, das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Oh. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Na ja. Cool bei euch? Gut. Weiter so. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Drücke X, um ein Enchirito zu essen. Okay. Okay, halte L2 und R2 gedrückt. Mhm. Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Wir haben den Glitch freigeschaltet. Du kannst mit deinen kurzen Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Classy. Kuhn-Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Oh. Na okay, los geht's. Wir können mit 14 Dinger durch die Zeit schicken. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel.
Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner... Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Ach, die Schweine hier. Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie können nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Ah, der Kuhn. Okay, da werde ich allerdings erstmal einen kurzen Blick auf meine Verbündeten werfen. Ja, den Kuhn würde ich erstmal gerne behalten. Mal gucken, ob wir ihn hier gegen Moskito austauschen können. Gewonnen! Toll! Was? Ich dürfte nach Gerechtigkeit! So. Ja, versuchen wir es mal so. Ich habe gerade auch noch gesehen, Artefakt, zwei neue. Genau, ich habe ja auch einen großen Platz freigeschaltet. So, große Artefakte erhöhen deine Macht deutlich und verleihen Stärke. Teamwork. Stärke, größer Artefakt, ja. Moment, oh, falscher Platz. Das muss erstmal reichen. Okay, okay. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Sehen gefährlich aus, dein Dick. Vielleicht können wir irgendwie Chancengleichheit schaffen. Antonio, mach die Pasta al dente und ruinier nicht die... Quattro stagioni! Ich bin jetzt mal unabhängig davon, dass wir dich jetzt zukacken können. Ja, wo ist denn meine normale Furzattacke hin? Die ist, verschwunden. Wie soll ich denn so auch diese Knalldinger werfen? Glitsche den Zustand von Objekten oder Lebewesen. Hey Marco, die Prosciutto, die Salti in Bocca, brauche mehr Itze und denke an die Marinara. Schnell ich gerade, ne? Nein. Oh, hier geht doch die Karte auf. Ach, da ist er. Warum auf einmal? Niemand weiß das. Hey, ist jemand in meine Küche? Nein.
Oh nein. Essen ist serviert. Ihr seid das Essen. Aus dir, ich mache eine richtig... Deine Fürze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Aha. Du kannst den Zeitfurz Glitch nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Halte L2 und R2 gedrückt. Okay, okay. Ja, aber hier war doch noch gar nichts, was ich irgendwie glitschen wollte. Oh. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Hätte ich jetzt unnötig gefunden. Hm. Ja, machen wir mal den hier. Es ist Blut. Ich mach Filet aus dir. Aufgepasst, Neuer. Das wird richtig sexy. So, was kann der Kuhn denn? Ich glaube, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Ich zeig euch gleich, warum Kinder hier nichts zu suchen haben. Jeden Fettabschneider gereinigt, gibt immer ein erstes Mal. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Willst du noch ein Creme Fraiche Bukake dazu? Nein, verdammt nochmal, geht's noch. Zeig ihnen, was du drauf hast! Power! Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut! Ich röste dich richtig durch! Stillhalten! Das nennt man Weichklopfen! Ach, mein erster Kampf als Kuhn-Freund! Es heißt Kuhn and Friends und du bist nur Mitglied auf Probe! Wenn ich mal die Aktion hier kriege, ich vielleicht auch das Mehlding weggeklatscht. Schau mal. Ich hab ein paar einfach an dir ab. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Na, den könnte man jetzt allerdings vermeiden. Verkackt. Moskito auf Blutjagd. Gib ihm. Sieh kein Fett! Dafür spülst du Haufen Töpfe und Pfannen. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Ja, machen wir langsam den Koch hier angreifen. Ja, das ist ein guter Bluter. Ihr kriegt eine Extraladung Puppel und Wichse in die Fresse. Die packen wir easy. Der Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Ich verlasse mich auf dich. So. Dann müssen wir doch hinten den Koch eigentlich auch noch treffen, ne? Ja, wunderbar. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Gleich seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Ich bin so ungern bei der Pizza-Party. So, was kann er jetzt hier Tolles bewirken? Ja. Okay, kann ich wenigstens ihn hier ausmachen? Wow, ja, die haben überhaupt keine Chance. Okay. Reich, bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze. Saluti! Oh, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof! Ja, ach da mal, Junge. Moskito-Attacke! Beeindruckender Rüssel trägt Moskito! Komm ja noch immer her, ach so. Alles klar.
Na okay, dann werden wir mal unsere spezielle Kuhn-Attacke. Den will ich mir jetzt mal angucken. Und gib ihm. Der Kuhn. Wenn ich noch kriege, was ab? Ihr müsst alle spülen! Das packst du schon! Sehr gut, Wunderarsch! Streng dich mal an, Alter! Oh, Feierabend! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Ja, da wird... Er erreicht leider nichts. Oh nein. Schade. Aus dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni. Oh, der hat vielleicht Nerven. Ich glaube nicht, dass das gut wird, Geschäft. Ich hab mir ein bisschen Blut. Frissen und weg. Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Pianina. So, der Kuhn sollte dann jetzt alles klären, alles klar. Nice! Kohlehydrate ohne Ende! Und auch den Kampf haben wir im Sack, alles klar. Da! Die Kohlehydrat-Kreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gewachsen! Classy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Hm, vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Ich bin so ein sanftmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zu blinder Wut zu treiben. Es sei denn... Moment, ich hab's! Deine Fürze! Deine grauenhaften Fürze bringen mich zu Weißglut! Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zu Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Okay. Nicht so schüchtern. Okay, kannst du ihn raushauen? Oh Gott, das ist so widerlich. Wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Wer hört das nicht gern? Ja. Ja gut, allerdings, es ist wieder soweit. An der Stelle beende ich den Part. Und wir sehen uns im nächsten. Bis dann.